Röhre. Ich brauche gar keinen Triple Jump. Wenn ich schnell genug bin, kommt die Röhre da runter und von der kann ich abspringen. Die Röhre, die, kommt er beim zweiten Mal genauso darunter? Warum habe ich immer beim zweiten Mal ein Problem mit dieser dummen Dingsbums da? Der kommt beim zweiten Mal. Nee, der kommt da noch nicht runter beim zweiten Mal, ne? Weil beim zweiten Run ist es doch ein bisschen anders. Oh. Nee, im Moment spiele ich nicht, okay. Ja, gut, wenn man so ein Portemonnaie findet, das. Ist dann schon gut, wenn man so ehrlich ist und es dann natürlich zurückbringt. Ne? So, da bin ich wieder, liebe Leute. Also wir sind jetzt bei Gruselgeschichten angekommen anscheinend. Ich schwöre, dass ich meine tote Katze miauen gehört habe. Okay. Leute, ich kann euch auch eine Horrorgeschichte erzählen, die mir so widerfahren ist. Und zwar war das bei mir so. Das war bei mir, wo ich das erste Mal alleine gewohnt habe. Und zwar bin ich ausgezogen von zu Hause, habe so, ich schätze mal, das war so 3-4 Wochen nach dem Umzug, ne? Habe ich so bei mir in einer neuen Wohnung geschlafen und ihr müsst euch vorstellen, ich habe so, wie war das? Das war so eine große Raumwohnung, also so ein Apartment war das, ne? Ihr müsst euch vorstellen, mein Sofa stand in der Mitte von diesem großen Raum, rechts hinten von mir, wo dann auch die Lehne war von dem Sofa, war da noch Küche und Eingangstür. Und links von mir war dann einfach nur noch Wohnbereich, Wohnzimmer und so weiter. Ne? Und das war dann so, dass ich geschlafen habe. Natürlich kommt Mondschein und so weiter auch dann also zu meinen Füßen von der Terrasse aus rein. Und es war auch so bei mir, dass ich irgendwie, das, also beim ersten Mal, wo ich aufgewacht bin, war es so, ich habe die Augen, ich weiß nicht, ob ich wirklich die Augen offen hatte. Es war wahrscheinlich halt alles so ein krasser Traum, ne? Aber ich habe die Augen aufgemacht und ich lag auf dem Bauch in dem Moment und ja, in dem irgendwie habe ich die Augen halt offen gehabt und habe nicht erkannt, was neben mir war. Und dann ist eine richtig dicke Ratte, ne, natürlich war diese Ratte nie da, dicke Ratte so losgelaufen, direkt neben mir praktisch auf dem Sofa, so an mein Kissen vorbei, hat sich da durchgewühlt und ist weggesprungen. Und ich bin richtig aus dem Bett geflogen, ne. Und in dem Moment war ich dann auch wirklich wach. Und dann war ich voll verklatscht, ob ich das jetzt geträumt habe, weil das so real war. Weil ich diesen Moment aus dem Traum, wo die Ratte da war, ins echte Leben, da war kein Übergang mehr, weil ich mich so erschrocken habe. Ich bin so aus dem Sofa geflogen, ne? Und dann habe ich echt Licht angemacht und nochmal kurz alles abgecheckt. Und die Ratte, die wäre zu fett, die könnte sich nicht so krass vor mir verstecken. Eine Bergratte, ganz genau, Noxy. Und naja, sie war dementsprechend nicht da. Und ich dachte nur so, kranke Scheiße, ne? Okay, alles gut. Hab mich dann wieder ins Bett gelegt, ne? Und in derselben Nacht, ne? Und das war total krass, ne? Hab ich halt wieder geschlafen und dann habe ich auf dem Rücken geschlafen, ne? Bin wieder aufgewacht, ne? Und konnte mich, so wie ihr das in etwa vorhin beschrieben habt, erstmal nicht mehr bewegen, ne? So. Und dann gucke ich nach rechts. Und also da, wo die Eingangstür ist, ne? Also links, habe ich ja gesagt, war Wohnbereich, rechts war so die Eingangstür zum Kopfende. Und dann geht da im Dunkeln eine Person entlang. Und ich kann mich nicht bewegen. Und das war so, so real, ne? Das war so echt. Und im Traum denke ich so, fuck man, das ist doch wieder ein Traum wie mit der Ratte gerade eben. Ich war irgendwie im Traum bewusst über mich selber, was total irre ist, so, ne? Und ich konnte mich nicht bewegen. Und diese Person, ne, in einem Anzug, also Slenderman-artig, ne, ging um mein Sofa herum. Ging um ein Sofa herum, ganz langsam und gechillt. Also ich konnte kein Gesicht oder ich habe echt nur die Silhouette gesehen, ne? Also es war natürlich sehr dunkel, mehr konnte ich nicht sehen. Und ich habe diese Silhouette an meiner Terrasse entlang gehen sehen, aber im Raum, nicht draußen, ne?
also so vorbeigehen sehen. Und ich hatte mir vor kurzem da noch so eine, wie nannten sich die, diese Gaspistole, ne? Da habe ich im Schrank eine liegen gehabt und ich habe an diese Gaspistole gedacht und wollte zu dieser Gaspistole, aber ich konnte mich nicht bewegen, ne? Und ich war dem praktisch ausgeliefert. Und ich weiß auch nicht mehr, wie das genau war. Ich bin dann irgendwie auch aufgewacht und dann war das alles vorbei und ich konnte mich wieder bewegen, ne? Und das war so real wieder, ne? Das zweite Mal in der gleichen Nacht. Ich dachte so, was ist hier los, ey, ne? Das ist ja voll ätzend so, ne? Und dann kam das lange nicht mehr, ne? Arkham hatte eine Schlafparalyse. Ja, wenn sich das so nennt, das kann nichts Gutes bedeuten. Doch, ne? Denn es gibt noch eine Auflösung, lieber Noxi. Und es, also, wie soll ich sagen, ich erinnere mich jetzt ganz normal daran, immer noch an die Sache. Ich habe 3 Jahre in dieser Wohnung gewohnt. Und dann war es so, dass ich mit meiner Frau zusammenziehen wollte. Und ich habe dann schon meine Wohnung gekündigt und musste dann so etwa 2 Wochen bei meinen Eltern wieder überbrücken. Und dann habe ich in der Zeit bei denen gepennt, ne? Habe mein ganzes Zeug in der Garage geräumt, habe dann da ungefähr 2 Wochen, vielleicht nicht ganz, bei denen gelebt, bis ich dann in die neue Wohnung konnte. Und dann ist es wieder passiert. Und wie gesagt, etwa 3 Jahre später oder sogar 3,5 Jahre später, ich weiß noch, meine Eltern waren nicht da. Und ich war auch irgendwie auswärts, bin nach Hause gekommen, sehr spät. Und dann habe ich mich einfach unten, anstelle mich oben in mein Zimmer, in mein Bett zu legen, habe ich mich unten einfach aufs Bett von meiner Eltern geschmissen. So, ne, mit Kleidung einfach und habe gepennt. Und dann ist es wieder passiert, ey, das war so krank. Ich wache auf, kann mich wieder nicht bewegen. Und dann kommt dieselbe Person, also anscheinend so, also das gleiche Erscheinungsbild, sage ich jetzt mal. Also man konnte natürlich sehr wenig sehen, ne? Wieder so einfach zur Tür rein. Und ich war so sauer in dem Moment und ich konnte dann meine Paralyse sozusagen, ne? Also ich konnte mich ja nicht bewegen, ich konnte das aber überwinden. Ich bin richtig durchgedreht, ne? Weil einfach in dem Moment, wo es passiert ist, war ich mir bewusst, dass es schon mal so gewesen ist und ich hatte keinen Bock, also ich wollte praktisch wie so eine Lösung dafür haben und bin voll durchgedreht und konnte dann diese Paralyse überwinden, bin in den Flur gestürmt, die Person war dann schon wieder raus, bin in den Flur gestürmt und wollte diese Person angreifen, hab nach ihr gegriffen und dann gesehen, dass sie kein Gesicht hat und dann war es vorbei. Und dann war es vorbei und das war so, Und ja, wie soll ich sagen, dann bin ich pennen gegangen halt so, bin dann später aufgewacht und dann weiß ich nicht mal mehr richtig. Ich bin ja richtig aufgestürmt, hab diese Person, sage ich jetzt einfach mal, angegriffen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich danach dann wieder ins Bett gegangen bin oder so. Ob ich dann bewusst, also ich hätte ja zum Beispiel noch mal in die Küche gehen können, Licht anmachen können. Was weiß ich, drüber nachdenken oder mir einen Kaffee machen oder sowas, wisst ihr? Aber das habe ich alles irgendwie nicht gemacht. Ich bin anscheinend sofort nach dieser Begebenheit wieder ins Bett gegangen und habe gepennt. Denke ich mal, weil ich dann nächsten Morgen aufgewacht bin und mich dann sofort auch daran erinnert habe. Und dachte so, was zum Kuckuck war das jetzt schon wieder? So war das bei mir. Und seitdem ist es nie wieder gekommen. Ne? Richtig irre. Also so war es bei mir, ne? Ob ihr mir jetzt glaubt oder nicht, ne? Also ich gehe davon aus, dass das alles in so einer komischen Traumphase bei mir war. Aber krass, krass auf jeden Fall, so war das bei mir, ne? Das war ein Thema im Chat. Ja, wie gesagt, ich habe es so angeschnitten, mal gesehen und dann ist mir die Geschichte sofort wieder eingefallen. Bei einer Schlafparalyse ist es normal, dass man Halluzinationen sieht, ja. Aber warum hat man eine Schlafparalyse?